Und da sehen wir uns wieder hier in Luigi's Mansion. Im letzten Part haben wir die Wasserelementmünze erhalten. Und nun können wir die Wassergeister rausnehmen, aussaugen und aufsaugen. Und jetzt löschen wir jetzt mit dem Wasserelement hier das Feuer. Und gehen raus in den Garten. Beziehungsweise zur letzten Ruhestätte. Hier befindet sich auf jeden Fall eine Pflanze, die bewässert werden möchte. Was haben wir dann da? Ein Hündchen. Wuff, wuff, wuff. So, jetzt müsste es passen. Okay. Was steht denn hier? Was steht da auf dem Schild? Hier ruht Gehbein. Ehren Sie die Friedhofsruhe. Aha. Hühnchen? Hector setzt Tagline. Okay. Jetzt müsste... Achtung! Und jetzt auf diesen Garten jetzt hier achten. Verfluch, krieg den Köter! Reiß dich zum Schweigen! Hey, du blödes Viech! Und jetzt! Mann, wieso? Und das war's für ihn. So. Und nun geht's da weiter. Wow. Wir befinden uns auf einem Friedhof. Und was haben wir denn hier? Ein Rubin. Epileptische Anfälle. Oh, ein Herz. Ich hoffe, ich finde jetzt noch eins. Das ist ein großes Herz. Und das sind etwas zu viele Knochentrocken unterwegs. Wie ich finde. Oh, oh, ich wollte jetzt sein Knochendeit aufsaugen. Na komm. Boah, jetzt. So. Und jetzt scheint es zu schimmern. Oh oh, ich habe. Oh, was passiert jetzt? Nun, das sehen wir jetzt ganz genau an. Und, na, wer von euch hat sich jetzt erschrocken? Nun. Ui. Und dieser Boss ist Herr Finsterling mit 90 KP.
Und diese Musik. So geil. Oh, unser erster Versuch. Na, schade. Ich hätte auch mehr abziehen können. Ja, und das war vielleicht nicht so klug. Okay, das wird Silber höchstens. Und voll geschielt, ne? So, wo bist du? Wo bist du, Herr Finsterling? Hier ist er. Oh, und wieder den Eben. Hi. Wenn ich das jetzt verkacke, dann gibt's Bronze, glaube ich. Och. Reiß dich zusammen, Luigi. Und da ist er down. Da ist er down. Wir haben den Herrn Finsterling besiegt. Und wir heilen uns. Jetzt haben wir einen nächsten. Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als dieser Blitz einschlug. Hm, das war ein heftiger Kampf. Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Wie, du fürchtest, der Blitz habe den Schreck weg, nur als Teilchen beschädigt? Na, keine Sorge. Selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte, der Schreck weg, nur als Teilchen, käme nicht mal einen Kratzer ab. Wow. Aber trotzdem. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Dein Staubsauger scheint voll Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir sie durch den Geisterportrifizierer jagen? Ich hab nichts dagegen, du. Da, guck mal, welche Geister ich da eingesackt habe. Ja, bei. Bei Hector habe ich mich, also beim Bossgeist habe ich mich nicht so ganz so schlecht angestellt, muss ich zugeben. Hätte schlimmer laufen können, aber wir haben Silber, Gold, nochmal Gold, dafür zweimal und nochmal Silber, nee, Bronze, einmal Bronze, Silber. What? Den Silber? Oder ich bin farbenblind? Hm. Ja, wir haben es geschafft, die Geister wieder in den Bild zurückzufahren. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Herr Finsterling, das. Ist das Silber? Kann das? Oder. Ich weiß nicht, was da bei der Pianissima passiert ist. Ach du Scheiße, normalerweise fange ich die immer im ersten Versuch. Naja. Leider läuft es im LP nicht so nach Plan, aber wir haben insgesamt 23 Millionen Geld. Zurück zur Villa. Was macht? Ach, genau, das sollen wir auch noch machen. Und zwar könnt ihr euch noch an. Oder soll ich. Nee, das mache ich. Okay, und zwar werde ich jetzt hier die Dumme jetzt hier. Okay. Bewässern. So. Okay. Wisst ihr was? Das andere mache ich dann offscreen.
Denn jetzt wollen wir weiter in die Villa rein. Dum, 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 dum. Und jetzt sind wir im Garten. Und da bekommen wir ein Herz. Wow. Ah, genau. Hier. Aufpassen. Denn diese Gegner können echt einen nerven und den schon mal erledigen. Sonst werdet ihr auch wieder einen Spaß angegriffen. Ja, wo ist noch so ein Deckengeist? Zeig dir, Junge. Ach, dich habe ich gesucht, mein Freund. So, wir haben alle Räume schaffen. Da war doch noch einer. Wo bist du? Oh, zwei sogar. Ich habe mit nur einem gerechnet, aber mit zwei. So. Ja, kommt schon. Bild. Nur noch du. Dann haben wir das auch schon erledigt. Es ist ziemlich finster. So, das war's. Und wir haben eine. Und wir erhalten eine weitere Schatztruhe. Mit Geld und einem Goldbarren. Na, 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 na. So, dann ist auch dieser Raum völlig geisterfrei und hey, ich finde das auch so geil, wenn der Blitz hin und wieder erscheint. Das ist einfach wow. So, und das Spiel ist wirklich super. Ich frag mich, was dies Heiler gebracht ist. Aber wir gucken uns noch ein bisschen um. Was ist hier? Geld ist immer gut. Was ist hier? Ich mache es jetzt bewusst hier auf. Oh, seht das immer. Ist etwas Furchtbares in diesem Punkt. Echt? Was ist hier? Das ist Marios Brief, was wohl drin stehen mag. So, also, dann gehen wir da runter. Boden des Brunnens. Wir sind in diesem schönen Raum hier. Aber da, seht euch das an. Da ist er. Er sieht, ich will hier raus. Oh mein Gott. Ja, du kommst gleich mit mir mit, ey. Das war's. Mit dir.
Wir haben den Garten und den Brunnen gesäubert. Es sind keine Geister mehr hier. Ich hab's gesehen. Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Was haben sie mit Mario nur angetan? Als ich ihn sehen musste, ging mir die Nerven durch. Ich bin durch die ganze Hülle gerannt, um ein Versteck zu finden. Während ich gerannt bin, ist mir aufgefallen, dass Mario einige seiner Dinge verloren hat. Es handelt sich um eine Mütze, einen Handschuh, einen Schuh, einen Brief und einen Stern. Ich habe insgesamt 5 Gegenstände gesehen. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wo sie herumliegen, dann würde ich sie dir herbringen. Tja, ich hätte sie doch gleich mitnehmen sollen. Überlasst es mir. Was? Wie ernsthaft du meinst, dass du meine Sachen für mich suchen wirst? Ah, Spitze, großartig. Oh, vielen, vielen Dank, Luigi. Dass ich hier ein Toddy laufen würde. Damit. Oh. Da scheint jemand sehr fleißig am Trainieren zu sein. Hi. Sieh einen sie Schwabel an. Hingegen bin ich in Topform. Wie wäre es, Schwächling? Hast du Lust, mein Sandsack zu sein? Nee, noch nicht. Da war noch irgendwas. Bevor ich mich um dich kümmere, mein Freund, schnapp ich mir noch ein bisschen Geld. Da ist eine Tür, aber die müsste eigentlich offen sein. Ja, das ist sie auch. Und hier ist gleich ein Secret. Oh mein Gott, ein Schlüssel! Denn der ist eigentlich dafür eine Abkürzung zu erschaffen. Ich habe da eigentlich jetzt nur Geld erwartet. Oh! Ich durchsuche mal lieber mal alles. So, mein Freund. Take that. Ups. Oh oh. Das war dumm. Ey, ich will schon mein ganzes Geld wieder haben, ne? Friss das. Hilfe! Da fließt was. Ey. Jetzt geh doch mal. Irgendwas mache ich falsch. Ach, ich weiß schon, was ich immer falsch mache. Oh mein. Ich glaube, ich weiß schon. Boom. Boom. Dann bist du also hier. Ich bin Spooky's Khan. Das hat es aber jetzt ganz schön wehgetan, mein Freund. Da! Hast du das gesehen? Der Bruder hat zum Schluss einfach aufgegeben. Luigi, dein Rundfall, der scheint mal voraus. Okay, du kannst mir jetzt den Bruder schicken mit deinen sämtlichen Datensätzen. Ja, okay.
Das heißt, wir sind jetzt mit diesem Raum fertig und wir sperren jetzt mal hier auf. Und nun haben wir eine ganz kleine Abkürzung geschaffen und ich sag nur, bis dann und ciao und schaltet wieder ein.